grüße euch. Weihnachten. Weihnachten kann man Geld schenken, indem man das sorgfältig einfaltet oder hartmäßig hier einsetzt. Ne, hier sind halt mal eben symbolisch 4 Euro. Kommt man weit mit 4 Euro, darum geht es nicht. Es geht darum, dass so etwas ein Geschenk ist. Ja? Sowas ist ein Geschenk und der Beschenkte, der es öffnet, auch dazu eine Tafel bekommt, ja, eine Tafel bekommt, Geld hat, um seine Wünsche zu kaufen. Ja, kaufen. Ladies and Gentlemen, heute machen wir mal einen technisch Rückblick. So richtig. Da gab es halt auch Kameras, das ist richtig. Aber das waren dann High 8, nee, Super 8, Single 8, 16 mm, 35 mm, 270 mm, jawohl. Da musste noch gedreht werden, auch mit Kurbel. So weit gehe ich jetzt zurück, aber nicht so weit. So, ich gehe dann in das Jahr 79 bis 80 und da hatte man eine, für die Computerfreunde, eine Disk, aber symbolisch. Das ist jetzt eine 3,5 Disk, die ich noch aus dem sogenannten Amiga habe, aber den gab es nicht zu der Zeit, sondern da gab es die großen Disk und der C64. Jetzt wollte ich hier nicht alles hochschleppen. Es reicht schon, dass ich euch jetzt ein bisschen zeige. Und dann springe ich auch noch in die sogenannte Kassette, ja, wo wir dann unsere Lieder aufgezeichnet und abgespielt haben. Hier ist sogar Flying Angel Chuck Jagger bei for use with Chuck Jagger Advanced Flight Trainer. Ha! Das ist sogar eine Datasette. Ja, das ist sogar eine Datasette. Das ist überhaupt keine Kassette. Jetzt kommt er ins Grübeln. Ne? Wovon redet er denn? Das hier ist ein Flight Generator der damaligen Zeit für den C64. Und zwar Electronic Arts. Electronic Arts von 1989. So sieht's aus. Das war ein Spiel, was in eine sogenannte Datasette rein musste. Und dann konnte man auf dem Commodore C64 diesen Fly spielen. Also das ist ein Flying Insider. Da konnte man mit Fliegern spielen. So, das war das. Und wie gesagt, danach kam dann die. Ja, das ist dann beim Amiga immer gewesen, dann hat man die beim Amiga, die hier in der Datasette, das ist eine Datasette und keine Kassette, so nennt sie sich, die dann beim C64 inne war. Ja, so sah das aus. So, und dann springen wir ja mal in die sogenannte Telefonie. Nein, wir springen einfach mal, wie es war. So, vorher, die habe ich leider nicht, die habe ich im Betrieb, die sogenannte Betamax, das hier ist die VHS. Einige von euch habt ihr ja noch, aber ich kriege ja tagtäglich zum Zwecke der Bearbeitung. Eine DVD brauche ich euch ja nicht erklären. Das hat man auch früher gemacht, um die zu spannen, hier hinten, ja, bis dann die Finger wehtaten. Dann hat man natürlich ein Messer genommen, dann hat man hier einen Kugelschreiber da rein, dann wurde das gelöst und mit dem Messer konnte man das jetzt, tut das nämlich weh. Also ich habe jetzt gespannt, diese Kassette, ich weiß gar nicht, was drauf ist, da kann sicherlich was drauf sein. Ich habe also, wie gesagt, tagtäglich damit zu tun. Ich habe jetzt zu Weihnachten viele Kassetten wieder digitalisiert. So, digitalisiert. Ich finde es immer hochgradig interessant, wenn ich anfange zu produzieren. Wenn ich anfange zu produzieren, egal wann ich es mache, geht das Phone. So, dann sind wir nämlich also auch schon bei der Überleitung. Das ist aber echt, ja. Ich habe das jetzt nicht gestellt. Aber die Überleitung ist gut. Jetzt kommen wir zu den Phones. Das hier, oh, sehr lange her. Das klebt schon. Das geht nämlich auseinander. Ich habe auch angerufen, warum das so klebt. Da hat man es mir erklärt. Das Gerät ist jetzt so alt. Das ist, ah, das ist das T-Mobile Handy. Ich weiß schon gar nicht mehr,
Sagem, ein Sagem-Handy, ja, das zerfällt regelrecht, seht ihr? Das ist ein Sagem-Handy. Das muss ich auch mal eben kurz out of range hier. Ein Sagem-Handy, klitzeklein, SMS, das war's. Aber das klebt wie Hulle. So, dann hat man irgendwann mal die größere gehabt, aber die habe ich jetzt irgendwo im Keller. Das hier geht noch, Nokia 32. Dann hat man mit Nokia schön SMS gemacht, das waren wilde Zeiten. So, dann kam dieses hier, schon mit richtig schön Foto machen hier, ne? Linse, also war das schon nicht schlecht, das war von LG, ja, gehen die überhaupt noch? Ich habe die Batterien nicht eingeladen, könnte ich ja machen, also jetzt habe ich verklebte Finger hier. Ich mache das extra so, ich mache das Video extra so, damit ihr seht, wie das natürlich ist. Ich will jetzt kein Video machen, wie gesagt, man ist 50 Jahre involviert in der Technik und das da ist jetzt eine 4K Homecam, also so richtig fett für Cinema. Ihr seht es ja auch nachher, also die, die mit 4K arbeiten, können sich das ansehen, HD und SD. Ne? So, das war dies von der Firma LG. So, und dann kam die Zeit, da wurden die etwas dicker, ja. Die waren auch zum Aufklappen, dieses jetzt hier nicht. Welche Firma? Das ist hier so irgendwie so ein, auch ein Nokia. Jetzt sehe ich das gerade. Ist auch ein Nokia, ja. Dass man schieben konnte, seht ihr? Zack. Also, na, so konnte ihr eben gucken und Bescheid sagen und alles. Und hier gucken, dann gingen die Lämpchen an. Zack. Aufklappen. So, da gab es natürlich auch das vom Motorola zum Aufklappen. Da konnte man mit den Zähnen die Antenne rausziehen. Miami Vice. Aus der Zeit von Miami Vice. Ja, so konnte man hier SMS machen. Hier oben hatte man die Kamera. Ne, hier oben. So. Und jetzt komme ich natürlich zu dem auch. Ah, ich meine, das müsste noch funktionieren, aber ich glaube, das ist 2G. 2G oder 3G. Irgendwann ist ja abgestellt. Irgendwas funktioniert ja nicht mehr. Jedenfalls hat dieses auch gute Dinge, es war das erste Smartphone von der Firma Samsung, ziemlich handlich. Das andere Smartphone von heute, das 21 habe ich euch ja gezeigt und das S9 oder 10 hat ja gerade gepiept, weil das andere ist auf lautlos. So, dann habe ich ja hier oben noch die sogenannte Samsung-Uhr. Ja, die sogenannte Samsung-Uhr, die auch fröhlich piept. Und wenn die jetzt gepiept hätte, dann hätte ich auch gewusst, dass das Gepiepe, was gerade war, jemand ist, dem ich zugänglich, also wo ich dann den Film unterbrochen hätte, weil das, was ich jetzt mitbekomme, ist ja nur das, dass heute keine Demo stattfindet, denn heute ist der 18.12. und ich mache ein Video für euch. Indem ich ja gesagt hatte, davor, ich zeige euch mal die Geschichte. Wie gesagt, wenn man dabei war, ich muss nur schmunzeln, wenn wir, über 60, über 70, über 80, wir sind ja leider nicht angesagt. Und man will auch keine Videos von uns, trotzdem machen wir. Ob es Dr. Dead ist, Mut zur Lücke, ob das der Schauspieler Scholz ist und diverse andere. So, die genannten kennt ihr jetzt nicht. Ihr kennt auch keine Ariane Raspe. Die kennt ihr auch nicht. Die war aber bei Stromberg. Und ja, den Frank Montenbruck kennt ihr auch nicht. Der war auch da. Und den Prashant Jalwal kennt ihr auch nicht. Aber der war auch da bei Stromberg. So, bei mir waren halt, also ich war auch da, aber nicht so präsent, weil ich bin ein Mensch an sich hinter der Kamera. Und ich habe immer die Geräte ausgeliehen, die Kopierer, wo die am Arbeiten waren. Ne? Stromberg, ja. Also wir, die Unbekannten, können auch weiterhin unbekannt bleiben. Ne? Also ich bleibe weiterhin unbekannt. So, ich habe so ein bisschen hier vorbereitet, was ihr jetzt nicht seht, das ist jetzt Auto Range. Im Auto Range liegt jetzt alles. Na, noch einmal hier das sogenannte erstes Smartphone, was ausgereicht hat, um auch, ne, in der heutigen Zeit. So, und dann die ersten SMS, oh Gott, man weiß schon gar nicht mehr, was das war, SMS, ne? SMS, wo
und MMS. War nicht billig, weil diese kleinen Mini-Dinger da, wisst ihr ja, konnte man das ablesen. Ne? So, dann zwischendurch gab es auch die ersten Smarties da, wo man dann auch so drücken konnte und hatte dann, wie gesagt, da hat man sich schon mal mehr Mühe gegeben, um daraus so Mini-Fotoapparate zu machen. Aber die Bilder, naja, vergessen wir. Das ist da 4K. Irgendwann habe ich sicherlich 8K. Ja, dieses hier, wie gesagt, das bricht auseinander. Das ist die Firma Sagen. Noch einmal in der Wiederholung. Ich hatte da mal angerufen, auch bei Sony. An alle, wenn das anfängt hier so zu suppen, ja, wenn das so anfängt auseinander zu gehen, da liegt es daran, dass das Material sich totlegt. Ich hatte nämlich so ein Problem mit der ersten Superkamera, die ich da hatte von der Firma Sony. Die 6000er. Da habe ich mich gefragt, wieso geht die so komisch auseinander. Das Mikrofon fing an zu bröseln. Alles wurde merkt. Da haben die mir gesagt bei Sony, sobald die Geräte ein gewisses Alter haben und sobald die Geräte nicht mehr benutzt werden, zerfallen die. Die legen sich irgendwie tot. Diese Kamera auch. Also diese Kamera hatte geschlummert, ziemlich lange jetzt, ich glaube fast 2 Jahre. Da hatte ich mich nämlich auch gewundert, wie ich die gerade aktiviert habe. Das ist eine Sony 4K Cam mit vielen Features. Die ganz große kann ich auch irgendwann mal vorführen. Das ist natürlich auch eine 38mm Cam von Sony, aber digital, nicht analog. Und ja, da hier diese hier noch mit diesem Schiebe, zack, ne? Das waren alles so Sachen. Also jetzt gucke ich wirklich mal nach, wer mich da dauernd kontaktet. Das ist nämlich das Schöne an so einer Uhr. Da kann ich mal nachgucken, wer mich da kontaktet. Ja. Ach so, heute ist es bewölkt. Mal sehen, was sie geplant haben. Ne? Und dann bekomme ich schöne Sticker, kann ich draufdrücken und kann mir die Sticker hier angucken. Ne? Seht ihr? Da kann ich rauf. Ne? Dann kann ich sagen, hahaha, dann sage ich jetzt hahaha, ne? So, patsch. Jetzt kriegst du hahaha, ne? Dann willst du auch stören, was macht Papa da? Ne? Du warst nämlich die Tochter. So, also Daily Briefing, heute ist bewölkt, mal sehen, was sie geplant haben. Breaking News, irgendein Unfall ist geschehen, könnte ich reingehen, könnte ich lesen, ja, mach ich mal auf. Also, Horrorunfall, Auto stößt gegen Zug, Person eingeklemmt. Dann kriege ich das da und dann auf Telefon anzeigen. Also kann ich jetzt aufs große Telefon rüber beamen, also aufs Phone, und dann könnte ich es mir angucken. So, ich brauche euch ja nichts erklären. Nee, ich meine, das sind alles so Sachen, die absolut selbstverständlich geworden sind mittlerweile. Und ne, Herzfrequenz wird gemessen und so weiter und so fort. So. Weihnachtsbäume sind halt auch mittlerweile mehr künstlich wie normal, aber ich freue mich immer, wenn am 10. Dezember der weihnachtliche Markt hier direkt vor meiner Tür aufgebaut, weil am 10. auch meine Mutter hätte Geburtstag. Ich habe heute noch mal recherchiert, sie wäre 94, Vater wäre auch 94, Vater war immer einen Monat davor, am 13.10. war er geboren, am 10.12. war meine Mutter geboren. Im Jahre 1927. Kann jetzt jeder nachrechnen. Wir gehen jetzt ins Jahr 2022. So, ich beklage niemanden. Es sind aber insgesamt in meiner ganzen Familie alle verstorben. Mein engster Umkreis, das waren 68 Personen, sind verstorben. Also die Familie meines Bruders ist verstorben. Der wäre jetzt 74. Seine Frau wäre auch 74. Seine Kinder wären jetzt, sind verstorben mit 40, müsste ich jetzt nachrechnen, müssten jetzt auch, oder wären dann auch um die 50. So. Ja, der Jüngste war 6, also der Tod hat bei mir alle so um die 40, also die waren alle um die 40. Mein erster Auszubildender, bekam ich auch einen Anruf, hör mal, dein erster Auszubildender, ich sage, was ist mit ihm? Ja, der ist gerade verstorben. Sei wie gerade verstorben. Ja, ich war natürlich perplex. Der hat sich so dermaßen gefreut über sein erstes Kind. Ja,
ja, als Vater. Und irgendwie hat das Herz das nicht verkraftet und starb. Da sind wir also auch beim Thema jetzt. Wenn ihr alles glaubt, dass alles echt ist, mit dieser sogenannten Corona-Geschichte, ich finde es hochgradig interessant, denn ich springe jetzt auf diese 30 Jahre zurück, wo ich eine Datasette, also ist noch länger her, 1989, also 1989 Datasette und daneben stand der Amiga mit Diskette 3,5. Davon hatte man 16 Stück, um Win 3.0 aufzulegen. Wenn ich noch dran denke, wie Bill Gates damals vor seinem Computer gesessen, den ich ja auch besessen, den 386, der höchste Standard und was weiß ich nicht alles. Also für mich, der seit 1969 mit involviert durch die Siemens AEG Gruppe und so weiter, wer meine Geschichten verfolgt hat, weiß, wo ich herkomme und Krupp. Also wenn man an alle Jugendlichen, also das sieht ja kein Jugendlicher, so an alle, die dieses Video sehen, ihr habt euer Alter und ihr habt genauso viel Feedback wie meiner einer, nur ich erzähle es euch heute, weil wir Weihnachten haben und ich mich daran erinnere, 60 Jahre Weihnachten, erinnere ich mich, die Ritterburg habe ich nicht mehr, die habe ich abgegeben, also ich habe ja auch vieles gehabt, ich müsste an sich alles wieder zurückholen, irgendwie, irgendwo, also hier fand das immer statt. Und hier war immer ein echter Baum, der war aber da hinten in der Ecke und nicht in dieser Ecke. Und ja, weil dieser Baum etwas größer ist wie der damalige und die Ecke jetzt umgebaut, deswegen steht er da nicht. Also der steht jetzt hier. Und ja, also wie gesagt, ich feiere jetzt leider nur noch in Erinnerung, weil es sind ja reichlich verstorben halt. Es sind natürlich viel mehr verstorben, aber in meinem Kreis. In meinem Umfeld, Freunde, Freundin, ja, ich meine, Autounfall, fand ich nicht lustig. Er hat mich zur Seite genommen und hat mir gesagt, du, Rita kommt nicht mehr. Fand ich nicht lustig, aber naja, Rita hört mich jetzt. Alle hören mich jetzt. Ich mache jetzt ein gedankliches Video. Die, die das jetzt sehen, bitte, ich weiß, wir leben in einer sehr rauen Zeit, wo Menschen liebevoll, die werden ja leider ausgegrenzt. Wir haben also eine sehr raue Zeit, wenn man irgendwie sagt, pass doch mal auf deine persönlichen Rechte auf, flippt irgendeiner sofort aus. So, dieses Video habe ich jetzt erstellt, mit der Prämisse, dass ich Fragen stelle. Wer war selbst involviert? Am C64, am Atari 1050, am Amiga, am ersten Pentium-Rechner und all solche Sachen. So, ich hatte alles wirklich da. Da aber hin und wieder doch alles ein bisschen voll wurde, hatte ich mich leider auch getrennt und dieses Video ist jetzt an sich an meinen Freund gerichtet, der halt in seinem Keller das nachvollzogen hat. Er hat das also irgendwie nachgekauft und hat dann es aufgebaut. Ja, ich bin auch Gönner, ich habe immer gesagt, komm mit, weil ich will das nicht mehr aktivieren. Natürlich könnte ich es aktivieren, aber nein. So, wir leben jetzt in einer Zeit der Kommunikation, wir kommunizieren und jeder macht Videos und jeder performt und jeder zeigt und jeder ist irgendwo irgendwie involviert. Noch einmal, vor 60 Jahren und vor 100 Jahren, die Maschine habe ich leider auch nicht mehr da. Ich suche aber irgendwann raus. Irgendwann hole ich das aus irgendeinem Archiv. Ich weiß, dass es noch da ist. Ich weiß nur noch nicht, wo. Ne? Auch diese Kurbelkamera. Ach, herrlich. Ne? Und dann auch die Kamera, diese große, mit diesen Glasplatten. Und dann musste man vorne den Deckel aufmachen. So 21, 22, 23. Boom! Ne? Ja, war so. Und wir haben uns dann angewöhnt in der Welt von Super 8, Normal 8, auch immer. Ne, draufdrücken, 21, 22, 23, 400 Klick. Und dann hat man Szenen generiert auf 3 Minuten. Und dadurch sind ja auch Vereine entstanden, der BDFA, Bund Deutscher Film, Leute, die halt absolute Laien waren. Und darum durfte dort zu der Zeit kein Profi rein. Da ich das nun mal studiert, gelernt, alles habe,
Ich könnte hier jetzt auch mal. Ich sitze nämlich gerade sehr günstig. Mal eben etwas aufziehen. Und dann kann ich also auch zwischendurch die heutigen Kameras zeigen. Die GVC hier zum Beispiel sieht aus wie eine Fotokamera. Ist aber beides. Ist nämlich auch leider nur hier hinten. Man kann sich also. Man hat keinen Kontrollmonitor, aber man hat die ziemlich gut. So, hier, die kann man wunderbar einstellen. Merkt ihr, wenn man die richtig greift, hat man alles. Nur das Problem ist mit der Hand arbeiten, das wisst ihr ja, das wackelt. Also immer schön mit dem Stativ arbeiten. Ja, ich meine, die ist okay. Hat ein starres, kann man auch abmachen. Das gute Stück braucht man nicht unbedingt. Man kann diesen Schlitten auch für was anderes nutzen. Ne? Ist halt nicht bewegbar, ist nur einsetzbar. Machen wir jetzt auch wieder. Ich hoffe, ich kriege sie auch wieder rein. Ich war jetzt ein bisschen euphorisch. Das ist das Gute, also die hat einen sogenannten USB. Also das hier ist ein USB-Anschluss. Das heißt also, man kann dieses gute Stück nämlich verlängern. Hier kommt eine USB ein, hier USB rein. Und dann kann man hier so arbeiten. Das heißt also, man könnte hier genau sehen, was man macht. Und ja, man kann also diese Kamera, die ist also ziemlich gut verbaut und ja, die hat reiche Features. Hier könnt ihr eure Dioptrien einstellen, dass ihr auch scharf seht. Ihr seht, ich trage mittlerweile auch eine Brille. Ja, wie gesagt, ne, zack. So, hier ist halt ein bisschen kompliziert, weil mit den Fingern arbeiten, seht ihr, nicht überspannen, dann bricht das. Aber funktioniert. Kann sein. Ich schau mal, ob ich Batterie drauf habe. Ja, habe ich. Dann machen wir das hier vorne auf. So, zack. Ne, seht ihr? So, dann kann man wunderbar arbeiten und dann ist das so wie in der Kinoarbeit, guckt man, auch diese hier hat Dolby, die hat eine Dolby, hier links und rechts ist es, hat Wi-Fi, kann jetzt sofort loslegen, könnt ihr jetzt damit auch arbeiten online, ich mache aber aus, weil sie meckert, weil der Chip nicht drin ist, also die Kamera, diese Kameras alle, die ich jetzt besitze, meckern sofort, wenn man keinen Chip drin hat. Ne? So. Das ist eine GVC. Das da ist eine Panasonic, die da gerade arbeitet. Die anderen habe ich schon weg. So, da ist die Wahnsinnslinse, die ich letztens auf hatte. Die wird überall auf die Canon gesetzt, diese Linse. Nimmt also richtig schön eine Masse auf. Man muss aber laut auch rangen, das heißt also so ein bisschen zurückfahren, damit man die Aussparung nicht auf dem Film hat. Das sieht nicht aus. Was haben wir hier noch? Ah ja. Das ist die, wo ich vorhin gerade sagte, die man auch als Videokamera nutzen kann. Das ist die 80D. Und dann könnte man jetzt mit einem größeren Ring hier aufsetzen. Dann könnte man damit auch noch arbeiten. Die ist sehr schwer. Ich guck mal, ob die Batterie on ist. Ja, Batterie ist on, aber meckert da sofort. Keine Speicherkarte, ne? Ist klar. So, aber ich könnte mal eben versuchen, die auf Film zu stellen. Seht ihr, Film? Und das ist ja auch so gut an dieser hier. Na, ihr seht da den Tannenbaum. Ne? So, und das Schöne an ihr ist ja auch, dass man den Kontrollmonitor hat. Ne? Man hat den Kontrollmonitor. Man sieht das jetzt, ne? Man kann also wunderbar arbeiten. So habt ihr auch mal ein bisschen Backstage gesehen. Ne? Zack. So, und dann sind natürlich noch ganz, ganz viele da, ist klar. Dann kann man natürlich auch mit ganz vielen Filtern arbeiten hier. Also früher hat man mit vielen, mit Polfiltern gearbeitet. Das hier ist der Grau-ND-Filter, zum Beispiel ein Nah-Close-Up-Filter. Ich hatte sogar ein Bifo. Dann habe ich die Tricklinse P5, wo ihr dann solche Bilder mitmachen könnt, in denen ihr zieht. Dann haben wir natürlich hier auch noch Nahfilter, Close-Up, wenn man auch im Makrobereich arbeitet. Ja, und da ist er. Ich habe ihn doch noch. Ich habe es. Ich habe den Bifo. Damit habe ich gerne gearbeitet früher in der analogen Geschichte, weil man konnte eine sogenannte Doppelbelichtung machen. Ja? Man hat also belichtet, links, und dann hat man das umgedreht, dann hat man sich nochmal aufgenommen und somit
war man zu zweit. Also auch diesen Film wäre ich jetzt zu zweit. Und in Wirklichkeit war ich ja, na, das ist alles noch aus der Analogzeit. Denn ihr wisst ja, Fotoapparate waren ja auch mal analog. Aber es freut mich, dass ich das alles noch habe. Nur die Linsen passen leider nicht mehr auf die neuen Geräte. Müsste ich mal gucken, ein kleineres zu finden. Ah ja, das war auch eine super, mit der habe ich auch gerne gearbeitet, mit der sogenannten Center-Linse, um Schlieren herzustellen. No? Wie gesagt, ihr merkt schon, das ist aber die, das sind alles so 49er bis 72er. Die haben also reichlich Umfang. Und ich sag ja, das ist sehr, sehr alt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich müsste den Code abrufen. Dann könnte ich euch sagen, die sind alle so aus den 80er Jahren. Aber wie gesagt, das ist alles nur mit D-Mark und die Firma Hammer. Müsste ich nachgucken, ob es die Firma Hammer überhaupt noch gibt. Viele Firmen gibt es ja gar nicht mehr. So, mit der habe ich auch sehr gerne gearbeitet, weil da ist was eingeschliffen. Ja, so ist was eingeschliffen. Vielleicht mache ich irgendwann mal wieder mit sowas. Ja, da konnte man so wunderbare Sachen machen. Und das kann man natürlich jetzt auch, oder man könnte natürlich auch, beziehungsweise ich habe ja auch kleinere Kameras. Ihr merkt schon, ich komme jetzt ins Grübeln, weil ja wirklich sehr, sehr viel da ist. Es ist wirklich sehr, sehr viel da. Und es wird ja auch alles auf Festplatten aufgezeichnet. Und dann wird gearbeitet mit i7, i9 Intel-Rechner und natürlich gute Grafikkarten, die ja so schnell sind. Und jetzt zum Schluss muss ich einfach nur sagen, indem wir ja nochmal zurückspringen, wo wir ja solche kleinen, ich habe den anderen, habe ich auch noch Nokia 60 und alles. Das hier ist, wie gesagt, von der Firma T-Mobile. Ne? T-Mobile. Und wie gesagt, ja, also es ist alles da. LG, und mittlerweile bin ich ein Freund von Samsung. Tochter ist ja leider Freund von Apple. Der steht auch da hinten, der Apple. Und wie gesagt, das Schöne an der Geschichte ist ja auch Bluetooth. Na, die sogenannte Bluetooth-Geschichte, die mache ich ein bisschen sauber, weil durch das Geklebe klebt ja nichts, weil das so überall hinterlasse ich jetzt meine Fingerabdrücke. So, ich habe deswegen das Video so gehandhabt, weil sowas passiert ja meist zu Weihnachten. Na? Also zu Weihnachten beschenkt man sich, zu Weihnachten kauft man was. Na? So, mittlerweile merkt ihr ja, die anderen beiden Telefone bzw. Smartphones der Firma Samsung habe ich euch ja gezeigt. Das S21 und natürlich das S9. Ja, Plus sind alles. Plus ist 21 Plus und das ist S9 21 Plus. Sind beide gleich groß, nur das ist schmäler, leichter, geht aber die Batterie genauso schnell alle wie dort auch. Ihr wisst ja, ich muss euch ja nichts erklären, ihr habt ja auch alles. Na, es gibt doch wohl keinen von euch, der dieses Video gesehen hat, dass er so etwas nicht hat, was ich jetzt gerade euch gezeigt habe. Und jetzt kommt es nämlich zum Schluss. Ich gehöre natürlich nicht zu Funk, ich gehöre nicht zu ARD, ZDF und WDR. Ich gehöre dazu zu jemandem, der das alles erfunden hat. So, heute heißt er Sir Berners-Lee. Und er ist Professor und ist auch über 60 und lebt halt in Massachusetts, in den USA, kommt aber aus England. So, dieser Professor hat HTLM auf den Weg gebracht. Und mit HTLM 5 jetzt arbeiten wir alle. Und ich bin gespannt, wie Win 11 sein wird. Win 11 bekomme ich leider nicht aufgespielt. Ihr habt ja bemerkt, ich habe ja leider etwas ältere. Aber die funktionieren aber alle. Es funktioniert alles. Die Phone funktionieren auch alle. Nur weil das jetzt anfängt zu schmieren, das Plastik, die funktionieren alle. Habe ich alle getestet. Ja, ich habe alle noch die Chips. Ja, die sind, brauche ich nur eben aufladen. Aber was habe ich davon? Mit SMS? Wer kriegt ja noch SMS? WhatsApp ist angesagt. Das war auch super an dem ersten Tag, wo ich WhatsApp gesehen habe. War auch stark. So. Was könnte vielleicht noch sterben? Also, das ist eine aussterbende Geschichte, genauso wie das ausstirbt. Oder feiert ihr noch?
seid ehrlich. Feiert ihr noch? Und seid ganz ehrlich, wenn ihr jetzt sowas geschenkt bekommt, als Anfang. Ja, man kann jetzt Weihnachten zelebrieren. Ja, man fängt damit an, derjenige bekommt das, der macht das auf, in Erfüllung geht, alle deine Wünsche mögen in Erfüllung gehen und dann hört man das Lied, jetzt kommt es nicht mehr, jetzt hat er keine Lust mehr. Das ist so ein Voreffekt, dann ist da irgendein Leckerchen drin. Ja, und irgendeiner steht in der Ecke damals mit dieser Riesenkamera, die ich leider auch nicht mehr da habe, und hat dann auf so ein Band aufgezeichnet. Ne? Oh. So, und heute, nach diesen ganzen Jahren, wo es auch Karstadt nicht mehr gibt, Wertheim, Quelle, ja, merkt ihr schon, was es nicht mehr alles gibt. Wir feiern heute Weihnachten im Jahre 2021 in einer sogenannten Illusion. In einer Illusion von, ihr wisst schon, brauche ich gar nicht drauf eingehen. Und die Illusionisten, also die Leute, die diese Illusion hochfahren, die haben so perfide hochgefahren, dass die Leute dran glauben. Gut, so, ich habe auch genügend, ich habe ca. 100 Kunden pro Tag, das sind also, ich habe also 500 pro Woche, das sind also 2000 Kunden im Monat. Mal 12 rechnet aus, wie viele Kunden guten Tag sagen. Viele davon kommen öfters und viele sind halt neu, weil halt alles gebraucht wird in der Welt, World Wide Web. So, die Menschen erscheinen, haben ihr, ich nehme mal das hier, haben ihr Phone, stehen dann vor mir. Wie bekomme ich das hier raus? Ja, sag ich, da rausklicken wir es nicht, wir können es senden. Ja, dann erkläre ich denen das, dann mache ich denen das und wenn alles, also viele Phones sind nicht eingestellt, dann geht es nicht. Diese Phones hier sind alle eingestellt. Aber solange ihr dieses Ping nicht hört, Ping, ist das nichts Wichtiges. Ihr versteht, was ich meine. Also, wie gesagt, alles was auf eurem Phone ist, wird analog ausgedruckt, wenn ihr es analog braucht. Oder ich erkläre es euch, wie ihr es dann wieder digitalisieren könnt, indem ihr es abfotografiert, aber bitte mit Licht. Viele fotografieren ab, es sieht aus im Phone, ja, im Phone sieht man das, was sie da abfotografiert haben. Und wenn ich es dann aber ausdrucke, kommt ja 16 Graustufen in einem sogenannten Laserdrucker, sieht das Bild gar nicht mehr so schön aus. Aber es ist nicht meine Schuld, es ist die Schuld dessen, weil er ohne Licht gearbeitet hat. Wenn ich das jetzt hier auch im Dunkeln gemacht hätte und nicht so voll ausgeleuchtet, würdet ihr mich jetzt auch gar nicht so sehen. Na, aber so, finde ich, bin ich gut rübergekommen. Ich habe meine kleine Geschichte jetzt zu Weihnachten 2021 präsentiert. Ich sehe das als Präsentation, was ich jetzt hier gemacht habe, dass ich ein paar Effekte eingesetzt habe, dass hier hin und wieder mal ein Herr durchläuft, ein Knirps oder Schneegestöber oder. Ich peppe ich halt ein bisschen auf, damit es fürs Auge nicht so langweilig wird. Denn wenn ich euch eine Geschichte erzähle, wer hört heute noch auf Geschichten erst recht, wenn jeder von euch eine Datasette hatte, wenn er eine Diskette hatte, wenn er eine Diskkamera hatte von Kodak, ja, die ist auch zerbröselt, also noch einmal, erschreckt nicht. Irgendwann fangen die Geräte an zu zerbröseln, also sie lösen sich auf. Ja? Oder ihr müsst eine Batterie nachfüllen. Ja, also ich glaube, das sind die, die heute on Tour wollten. Am 18. wollten die, am Brandenburger Tor wollten die. Aber haben sie ja nicht gemacht. So, das war's für heute. Ob ich nochmal so ein technisches Video mache, weiß ich nicht. Es ist ja, ach, wisst ihr, wenn man über 50 Jahre beruflich dabei ist, wenn man über 60 Jahre im Leben dabei ist, bei der Welt der Technik, kann ich euch alles zeigen, ist überhaupt kein Thema, ist ja noch genügend da. Nur die ersten Kameras halt nicht, weil ich war mal in einem Fotofachgeschäft, da habe ich ihm das alles mal gegeben fürs Schaufenster und nachher habe ich gesagt, weißt du was, halt fest. Ein anderer Kunde bei mir zum Beispiel hat mir ganz viele Schreibmaschinen aus dem 18., 19. Jahrhundert dargelassen, richtig die alten Typewriters. Bom, 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 ne? Und mein Onkel war zum Beispiel ein Reparateur dessen, das war sein Beruf, diese Types immer zu reparieren und so weiter, zu warten. Heute habe ich andere Personal, Leute, die meine Geräte warten, auch die Kameras warten und herstellen. Ich wollte an sich eine Supercam mir holen. Ich schaue, ob ich sie auch nochmal bekomme.
Aber aus Nostalgiegründe, also ich kaufe manche Kameras aus Nostalgiegründe, ob ich sie dann einsetze, weiß ich nicht. Dass ich heute die 4K eingesetzt habe, die lag mir halt, ich kann ja noch alle anderen Kameras zeigen. Ich habe euch jetzt die GVC gezeigt, ich bin zurückgesprungen. Ja, also es war einmal. Es war einmal Weihnachten vor 60 Jahren. So soll das Video heißen und das habe ich euch präsentiert. Es war einmal vor 60 Jahren in der Welt der Technik. Und die geht an sich noch weiter zurück. Nur Weihnachten war dann anders, da müsste ich komplett umbauen, um dann diesen weihnachtlichen Style auch noch hinzubekommen. Kann ich auch machen, ist kein Thema. Dann gehe ich in den Green Room oder ins andere Studio, das ist auch Green Room. Da kann ich aber richtig agieren, da kann ich also richtig rumlaufen. Dann haben wir natürlich ein Step Motion Studio, wo man die Geschichte Step Motion mäßig, tricktechnisch einsetzt. Deswegen habe ich ja hier auch die Figuren und da leuchtet hin und wieder mal Merry Christmas. Das läuft natürlich alles über Step Motion. So, ich sprach immer davon, das mache ich jetzt noch ein. Ah ja, muss ich, nee, mache ich nicht. Zeige ich euch ein andermal. Okay, mein Kollege ist auch ein fleißiger Fotograf. Der hat mich dann mal abgelichtet. Das ist ein Wartungstunnel in einem Berg, saukalt. Und er hat dieses Fotografieren, hat er mich gefragt, du stell dich mal eben so hin, so hin. Und dann wurde ich zum Geist. Na, war auch gut eingestellt und das hat er mir dann jetzt geschenkt. Happy, happy Weihnachten. Ihr Fenster, seht ihr, das reicht. So ein Plexiglas und dahinter ist das aufgeklebt und dann sieht es so aus. Ich finde es toll. Ich habe ihm gesagt, könnte man, seht ihr, ich bin ja auch Kaufmann, könnte man ja als Geschäftsidee anbieten. Aber ich habe die Kunden nicht danach. Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, wo ihr lebt, weil ihr seid nicht meine Kunden. Ja? Ihr könnt mir natürlich E-Mailen, dann seid ihr mein Kunde, dann kann ich zurückmailen, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Aber der letzte Auftrag, wie gesagt, das habe ich schon mal in einem Video gesagt, der war von sehr weit her. Sehr weit her und dann sagt er, kannst du mir, ne? Und so, und dann musste ich das noch alles übersetzen, was er von mir wollte. Sag ich, nee. Weil wenn ich das hier alles jetzt ausdrucke, ja, und dir das nach Hause schicke per Post, also, ne, dann geh lieber da, wo du lebst. Nur da war kein, irgendwo in Kanada, in so einem Örtchen, und da wäre angeblich kein Copyshop oder so. Ja, sorry. Dann tut es mir leid. Da muss halt, was man nach Quebec oder was weiß ich, wo du hinfährst, oder Melbourne, da wird ja wohl ein Copyshop sein. Ne? So war das. Ja? Und jetzt zeige ich aber zum Abschluss noch das, was mich ja wirklich nervt. Dieses Gebäude hier, dieses Gebäude ist von der Firma Faller auf der sogenannten Märklin-Eisenbahn und das ist das Finanzamt. Und dieses Finanzamt brennt immer ab. Ne? Da ist eine Mechanik drin, ein Rauchgenerator. Und Elektronik, jetzt versuche ich das mal zu zeigen. Ganz viel Elektrik, ist nämlich sehr alt. H0. Und es raucht richtig, kommt überall Qualm raus. Das brennende Finanzamt. Und somit verabschiede ich mich, weil ich bin nicht gut zu sprechen darauf. Weil, naja, als Unternehmer hat man immer Stress mit den Damen und Herren. So, jetzt gucke ich auch nach, wer mich da die ganze Zeit wieder kontaktet. Aber eins sage ich zu euch, ich wünsche euch allen, stellvertretend, egal was da drin ist, wirklich egal, ich habe noch nie geöffnet, aber könnte ich ja jetzt mal machen. Ja, auch da, ach du meine, jetzt weiß ich aber gar nicht. Leckerchen, da ist ein Leckerchen drin. Kalender, seht ihr? Na? Ah, Leckerchen. Und wieder Leckerchen, ach herrlich. Ja. Sowas kann man, wie gesagt, auch verschenken. Leckerchen, also ich habe euch halt ein bisschen eine kleine Illusion zu Weihnachten. Denn irgendwann ist Weihnachten eine Illusion, wenn das so weitergeht. Weil die Menschen hier im Hause feiern kein Weihnachten. Hier gibt es nichts. Weil die kommen aus ganz anderen Ländern und die feiern kein Weihnachten. Wir haben, glaube ich, ein Opferfest oder Zuckerfest. Dann wisst ihr auch deren Nationalität. Ist so. Ich bin der einzige Deutsche hier in diesem Haus, der halt das jetzt hochfährt, das Weihnachten, so wie es mal war. In den Ecken sind Kerzen,
Heiligabend werde ich mir das richtig schön machen. Ich werde euch vielleicht Heiligabend, ja, wer jetzt Geschmack daran gefunden hat, meine Videos mal hin und wieder zu sehen und die Videos von Dr. Det, Mut zur Lücke, so heißen die, oder Schulzen oder die ich genannt habe, Frank Montenbrook, Ariane Raspe, Prashant Jawal, ja, könnt ihr ja da einfach mal gucken. Ich bin immer noch Ultra HD Web TV, bin immer noch Medienhaus und ich mache es beruflich, aber auch freizeitlich, und das war jetzt freizeitlich, weil ich mich jetzt hier in der Weihnachtszeit 2021 halt zurückgezogen habe, um mal in sich zu gehen, was ist eigentlich gelaufen und was hat uns dieses Corona, diese Illusion, das ist eine Illusion, ich will mich nicht aufregen, gebracht. Mir ist nur aufgefallen, es hat sehr viel Zwietracht gebracht. Sehr viel Zwietracht. Aber